Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, wer in den Anfang meines Kanals schaut, in einem der ersten Videos, die ich gebracht habe, wird dort ein Video finden, was da heißt In Memoriam Rauenfels. Das geht zurück auf unsere ehemalige Vereinsanlage Rauenfels in dem Verein, in dem ich so in den 2000er mitgewirkt habe. Diese Anlage wurde leider verkauft, also nachdem sich diese Gruppe aufgelöst hatte. Und es gibt noch eine zweite Anlage, die heißt Lindenstadt, und darum soll es heute gehen. Ja, die hier gezeigten Bilder sind leider von keiner sonderlich guten Qualität. Es sieht alles ein bisschen krümelig aus, weil sich da so ein falscher ISO-Wert eingeschummelt hat. Außerdem waren das so die letzten Aufnahmen meiner ersten Digitalkamera, die dann kurz danach den Elektrotod gestorben ist. Ja, deshalb müssen wir leider mit einer etwas mäßigen Qualität leben. Ich bedauere auch im Nachhinein, dass ich davon viel zu wenig Bilder gemacht habe. Die Anlage befand sich zum großen Teil auch noch im Rohbau. Das hat sich also bis zum Schluss meines Wissens auch nicht verändert, weil das ist irgendwann zu DDR-Zeiten geplant und begonnen worden, als sozusagen noch sehr viele Mitglieder zu dieser Gruppe gehört haben. Und nach der Wende wurde es dann immer weniger und das Projekt war eigentlich auch zu groß für die Gruppe. Na, die sind also dann wahrscheinlich glorreich an dem Projekt gescheitert. Trotzdem möchte ich mit diesen Aufnahmen hier, sag mal, auch so ein kleines Denkmal setzen, dass diese Anlage, die sehr wenig gezeigt wurde, die ist also immer nur, die ist ein einziges Mal in Leipzig zur Weihnachtsausstellung, also zumindest meines Wissens, und ansonsten nur, wenn wir also so gruppeninterne Ausstellungen gemacht haben, dann sind ja Rauenfels und Lindenstadt zusammen gekoppelt worden zu einer U-förmigen Großanlage. Die Bilder selber sind Momentaufnahmen, vor allem vom Bahnhofsbereich. Wir haben also jetzt eben zum einen des Bahnhofs und zum anderen das Postgebäude gesehen. Hier ist ein bisschen, naja, eine Straßenkreuzung, die also hier unter das Bahnhofsgelände hindurchführt. Wir kennen das ja in dieser Form aus Dresden unter anderem. Während wir hier nochmal einen Blick aufs Bahnhofsgebäude haben, ja, Empfangsgebäude, muss man jetzt dazu sagen. Was auch das Besondere war an der Anlage, ist, dass hier also eine Straßenbahn unterwegs war. Das sollte ja eine Großstadtanlage sein. Der Name Lindenstadt ist auch so ein bisschen kleiner Hinweis auf Leipzig. Also Leipzig ist ja sozusagen, dem Namen Leipzig steckt ja der slawische Name Linde mit drin, also zumindest ist es davon abgeleitet. Deshalb hat man hier sozusagen den Salto rückwärts gemacht und da wieder Leipzig, also Lindenstadt, so genannt, dass es also ein kleiner Hinweis auf Leipzig ist. Hat natürlich mit dem Leipziger Hauptbahnhof nichts zu tun, ist ja hier ein Durchgangsbahnhof, den wir nachher noch sehen. Hier haben wir mal einen Überblick über die Gesamtanlage. Wir haben also hier auf der linken Seite die schon erwähnten oder schon gezeigten Teile der Anlage, also das Bahnhofsgebäude und das Postgebäude. Dann haben wir ganz rechts den Güterbahnhof. Da gab es auch einen Ablaufberg, der hat aber so, das wurde also nur hingestellt, ne? Da war nichts angeschlossen, da hat auch nichts funktioniert. Ja, für den Bahnhof wurden teilweise Weichen selber gebaut. Das Gleissystem war, wie auch bei Rauenfels, das Pilz-Standardgleis, was dann heute noch als, naja, Tillich-Standard teilweise auch noch im Angebot ist. Ja, hier nochmal ein Blick von der anderen Seite. Was die Person betrifft, ich habe da jetzt die Gesichter so ein bisschen unscharf gemacht. Also diejenigen, die die Person kennen, werden sie erkennen. Wer jetzt, man wird sie allerdings so nicht auf der Straße erkennen. Na, also ich hoffe, dass da dem Persönlichkeitsrecht Genüge getan ist.
Ja, man sieht, es war zum großen Teil eben hier noch Rohbau. Da wäre noch viel, viel Arbeit gewesen, um diese das also komplett durchzugestalten. Das ist das andere Ende. Ganz im Vordergrund hier meine Kiefern, die ich mal gebaut habe. Das letzte Teil hier ist, also für beide Anlagen konnte man das verwenden, für Lindenstadt und für Rauenfels war das so gebaut, dass es da, naja, vielseitig verwendbar war. Ein Teil mittendrin war auch auch schon durchgestaltet. Das sehen wir dann gleich noch. Hier haben wir Bauarbeiten in unserer Unterkunft. Wir waren damals also hier in einer ehemaligen Klavierfabrik in Leipzig untergebracht. Da haben wir also Räumlichkeiten gemietet, die wir genutzt haben zum Bauen. Es gab dort auch mal ein Fremo-Treffen. Das ist ein Segment, was also noch zwischendrin ist. Hier waren dann Gärten geplant. Meines Wissens ist es da nicht zur Ausführung gekommen. Also sollte jeder einen Garten bauen, manche haben das gemacht. Ich habe das leider nicht gemacht. Ich habe das immer vor mir hergeschoben. Und da ist es leider nichts geworden. Ja, hier dann, das ist also eine Ausstellung gewesen im Sommer, wo wir also Lindenstadt und Rauenfels gemeinsam aufgebaut haben, zu einer großen U-förmigen Anlage. Hier sehen wir also nur den Lindenstadt-Teil. Ja, auch hier noch Vorbereitung für die Ausstellung. Hinten hängt noch ein Plakat, da haben wir mal in Dresden ausgestellt. Da ist das noch das Plakat. Allerdings haben wir da mit Rauenfels in der kleinen Form ausgestellt. Ja, hier gab es auch noch einen Anschließer. Das war eine Firma, die sollte dann ein Firmenschild erhalten namens Firma Unrund und Eirich. Na, also ein bisschen falsch geschrieben, ne, dass man es nicht so sofort erkennt. Das war also Idee von einem Kollegen, der da auch die Gestaltung dort übernommen hatte, der dann aber leider verstorben ist. Ja, der mittlere Teil war dann eigentlich schon recht gut durchgestaltet. Wir hatten also unter anderem diese Straße, ist also eine Pflasterstraße mit Spörleform. Da haben wir es leider nicht so richtig hingekriegt, die einzelnen Stücken so aneinander zu bringen, dass man also diese Übergänge nicht sieht. Weshalb wir dann hier zu dem Trick übergegangen sind, dass wir dann hier so, naja, Teer drüber gekratzt haben. Naja, gab es dann auch mal ein bisschen Ärger. Die Farbgebung, so wie sie hier ist, habe ich gemacht. Und leider hat sich dann später ein Kollege gefunden, der dann der Meinung war, Teer ist schwarz und hat es dann schwarz angemalt und sah einfach fürchterlich aus. Also diese Diskussion habe ich ja auch in diversen Gruppen oder Foren immer mal. Diesen Mittelteil waren im Prinzip so zwei Themen drauf. Das eine war, naja, die LPG, na, wer nicht weiß, was das ist, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, war ja in der DDR üblich, ein paar gibt es bis zum heutigen Tag. Die hatte hier einen Stall, ich weiß gar nicht, ob es Schweine- oder Rinderstall war, der ist also hier zu sehen. Da hatte also ein Kollege das hier sehr, sehr liebevoll gestaltet. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und hat dann hier diese typischen DDR-Ställe dann hier so dargestellt. Na, also ich denke, es kann sich sehen lassen. Den habe ich übrigens noch nicht getroffen, aber ich weiß, dass er mittlerweile, wie gesagt, die Gruppe hat sich aufgelöst. Der ist mittlerweile wohl in Nahenhof abgeblieben. Ich habe es noch nicht geschafft, da mal auf eine Ausstellung zu gehen, um da ihn auch mal wieder zu sehen. Das zweite Thema, was wir hier so ein bisschen beackert haben, war eine Idee, die ich mal mitgebracht hatte, und zwar eine Teichwirtschaft. Da hatte ein Kollege hier alles vorbereitet und sozusagen die ganzen Behälter gebaut, und alles, was mit Wasser zu tun hatte, war ja sowieso immer mein Bier. Und das wurde dann hier entsprechend inklusive der Wellen gefertigt. Hier sehen wir noch ein Bild.
Das ist die Vorlage dafür. Das ist die Teichwirtschaft, die es an der Tara an der Steige gibt. Hier noch ein Foto vorm Hochwasser. Das ist ja komplett alles abgeräumt worden im Hochwasser und komplett auch neu gebaut worden. Ja, und das haben wir uns ein bisschen als Vorbild genommen, um das jetzt hier mal zu bringen. Und na, das sieht man ja eigentlich relativ selten auf Anlagen. Und das war halt mal eine der Ideen, das so ein bisschen aufzuwerten. Ja, dann gibt es ja noch ein kleines Häuschen, was hier auch schon bessere Tage gesehen hat. Und dann noch ein Teich. Ich habe also auch bloß wieder das Wasser gemacht. Die Begrasung ringsrum ist auch von mir. Und ist leider ein bisschen klein. Und was jetzt hier noch dazu gebaut wurde und reingeräumt wurde, das ist dann nicht auf meinen Mist gewachsen. War ich auch nicht so fürchterlich begeistert. Ja, und dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen euren Geschmack getroffen. Und habe hier so einen kleinen Blick in die Historie dieser Anlage gezeigt. Mehr Bilder gibt es leider nicht, zumindest nicht von mir. Mir ist auch jetzt nichts weiteres bekannt, was da jetzt großartig so an neuen Bildern noch zu holen wäre. Also ein Kollege hat mir noch ein paar gezeigt, die sind aber auch so ungefähr in dem Stil wie meine. Ja, und da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Macht was draus.